Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich mal eine etwas tückische Prüfungsfrage aufgreifen, nämlich die Frage, was ist der Unterschied zwischen Bilanz und Gewinn und Verlustrechnung? Diese Frage nach den Unterschieden ist immer eine Frage, die auf Verständnis zielt und wo man mit Auswendiglernen nicht so gut klarkommt. Bilanz können wir zunächst einmal sagen, Bilanz verwaltet und zeigt Bestände, während die Gewinn- und Verlustrechnung Erfolge zeigt. Ja, das ist der erste wichtige Unterschied. Und wenn wir das noch ein bisschen ausformulieren, können wir sagen, die Bilanz zeigt Bestände an Vermögen auf der Aktivseite. Und Bestände an Kapital, nämlich Schulden und Eigenkapital, also Fremd- und Eigenkapital auf der Passivseite. Und die G&V zeigt Erfolge, und zwar Aufwand und Ertrag. Aufwand ist Werteverzehr, Ertrag ist Wertezuwachs. Das ist der erste wichtige Unterschied. Der zweite wichtige Unterschied ist, Bilanz ist ein Foto. Die Bilanz ist eine Momentaufnahme. Sie zeigt Vermögen und Kapital am Bilanzstichtag und nur am Bilanzstichtag. Die G&V ist ein Film. Sie zeigt Aufwendungen und Erträge eines Jahres, während die Bilanz Bestände eines Tages zeigt. Man könnte es auch anders formulieren und sagen, bestandsorientiert, stromgrößenorientiert. Hier Werte eines Tages, hier Werte eines Jahres. Ja, das wären schon mal zwei sehr, sehr gute Antworten, die man geben könnte auf die Frage, was ist der Unterschied zwischen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung? Wenn Sie tiefer einsteigen wollen, schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de für diverse Lernhilfen zur Betriebswirtschaftslehre und spaßlerndenk.de für meine Seminare. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.